farbenfrohe, bisweilen schrille Kleidung, groovige Musik und vor allem eins, Sport. Das Jahr 1972 war prägend für die Stadt München. Spätestens durch die Olympischen Spiele wurde die Landeshauptstadt zur Weltstadt mit Herz. Die Ausstellung München 72 – Mode, Menschen und Musik beleuchtet nun auch die Geschichte abseits des Sportevents. In der Ausstellung sieht man sehr viele sehr persönliche Geschichten von den Personen und Menschen, die an den Olympischen Spielen beteiligt waren. Und es lohnt sich eben zu stöbern, zu lesen, zu schauen, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen die Olympischen Spiele eben sich in die Biografien eingeschrieben haben. Die Ausstellung im Münchner Stadtmuseum soll anlässlich des 50. Jubiläums der Olympischen Sommerspiele die damalige Mode und Musik zum Ausdruck bringen. Die Farbgebung war ja insgesamt für die gesamte Olympiade wichtig, die Farbgebung von Ottl Eicher. Man hat das auf die Kleidung übertragen und nachdem man ja etwa 20.000 Leute an Personal hatte, musste man die ja irgendwie auch erkennen und in Gruppen teilen. Das hat man dann einfach mit farblichen Akzenten gemacht. Musik bei den Olympischen Spielen ist natürlich allgegenwärtig. Es gibt die Einzugsmusiken, die in diesem Fall eines der längsten Medleys der Musikgeschichte hervorgebracht haben, mit einem ganz innovativen, jazzigen Konzept. Aber es gibt eben auch die schwerere Seite, das Kulturprogramm mit sehr konventionellen Ansätzen. Ein Teil der Ausstellung erinnert an das Attentat während der Olympischen Spiele. Der rote Faden ist die Veränderung des Lebensgefühls in den 70er Jahren in München. Wir haben weniger versucht, eine kulturhistorische Aufarbeitung der Olympischen Spiele zu planen und vorzubereiten, sondern wir wollten uns damit beschäftigen oder wir haben uns die Frage gestellt, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen haben sich die Olympischen Spiele eigentlich in die Biografien der Beteiligten und BesucherInnen eingeschrieben. Ab Freitag können Interessierte die Ausstellung München 72 – Mode, Menschen und Musik im Münchner Stadtmuseum besuchen. Die Ausstellung geht bis zum 8. Januar 2023.